Wir blicken auf ein anderes Thema, denn wenn am kommenden Sonntag in Deutschland die Europawahl wäre, dann würde einer Erhebung zufolge die Union vor der AfD die Wahl gewinnen. Das gab eine repräsentative Blitzumfrage von INSA im Auftrag der BILD. Demnach würde die CDU mit 26% der Stimmen auf Platz 1 landen. Die AfD käme damit 23% auf den zweiten Platz. Die SPD wäre mit 19% die drittstärkste Partei, vor den Grünen mit 15%. Die FDP kam auf 7% und die Linkspartei auf 5%. 6% der abgegebenen Stimmen würden auf sonstige Parteien entfallen. Diese Zahlen wollen wir besprechen mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner. Guten Tag. Schönen guten Tag. Etwa ein Viertel der Deutschen scheint ziemlich EU-kritisch eingestellt zu sein, sympathisiert auch mit dem Dexit, der ja in der AfD im Europaprogramm auch Teil ist. Und ist das ein Armutszeugnis für die Europäische Union? Was sagen Sie zu diesen Zahlen? Nein, nur muss man nur auf der einen Seite natürlich sagen, wenn man Sonntagsfragen stellt, gehen die davon aus, dass gefragt wird, was würden Sie wählen, wenn Wahl wäre. Menschen wissen, dass es keine Wahl ist. Trotzdem müssen einem diese Zahlen Sorgen machen. Und gerade was Europa angeht, wissen die meisten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, dass Europa und die Europäische Union eine der Gründe dafür sind, dass wir in Frieden und Wohlstand leben. Und Europa zu verlassen oder die Europäische Union aufzugeben zugunsten von Nationalismus, würde genau das Gegenteil bringen, nämlich im Zweifelsfall den Wohlstand würde man verlieren und würde hier den Krieg herbeiführen. Und das ist etwas, was man den Menschen sagen muss. Und ich glaube überhaupt, dass man sehen kann, dass die AfD sich in einer unglaublichen Weise radikalisiert hat, geschichtsvergessen, rechtsextrem agiert. Und wir den Menschen sagen müssen, die haben immer nur Sündenböcke, aber keine Lösung. Versuchen, Ängste auszubeuten, dass die Ängste da sind. Das ist so. Das verpflichtet die Politik umso mehr, dafür zu sorgen, dass wir praxistaugliche und gerechte Politik machen und die auch gut erklären. Und da ist sicherlich das ein oder andere verbesserungsfähig und verbesserungswürdig. Aber Sorgen machen einem solche Zahlen natürlich schon. Aber da kommen wir zum springenden Punkt. Genauso wie auf Bundestagsebene fehlt es jetzt, so scheint es zumindest, an Antworten der etablierten Parteien für diese Ängste, für diese Sorgen. Und deswegen wird die AfD immer stärker, muss ich auch sagen. Sie haben noch gar kein Programm und trotzdem würden Leute sie wählen, einfach nur wegen Aussagen wie diese EU muss sterben. Also da fragt man sich, was muss jetzt passieren, auch bei Ihnen in der SPD, in der Ampel, bei allen Etablierten, damit man jetzt ein Abschwächen sieht. Sie haben es gerade selber gesagt, Europa ist für uns wichtig. Ja, ich glaube, man muss drei Dinge tun. Auf der einen Seite zeigen, dass wir praktische Antworten haben für die Probleme. Wir sind ja wirklich ganz gut durch den Winter gekommen, trotz Energiekrise, mitten in einem Krieg in Europa nach der Corona-Krise. Das ist deutlich besser gegangen, als man ja gedacht hat. Das muss besser erklärt werden. Zweitens, die Konservativen müssen ihre Aufgabe auch leisten, dürfen nicht versuchen, in trüben Gewässern zu fischen, um Beifang zu machen. Das kommt immer bei den Rechtsextremisten an, wenn man ihnen sich nähert, inhaltlich oder von der Sprache her, wie wir das teilweise sehen. Und das Dritte ist, man muss den Bürgerinnen und Bürgern klar sagen, wer die AfD wählt, wählt keinen Protest gegen demokratische Parteien, sondern der wählt gegen die Demokratie. Das sind Parteien, die die Demokratie beseitigen wollen und die Unglück über Deutschland bringen werden. Da fehlt auch da und dort die Geschichtskenntnis, glaube ich. Darüber muss man sehr deutlich reden und wir dürfen das nicht glauben, das vergeht von alleine. Also es ist auch mehr Härte angebracht. Das sind Parteien, die im Zweifelsfall Hetzreden halten und mit dafür verantwortlich sind, wenn es Anschläge gibt von rechts außen gegen Bürgerinnen und Bürger, wenn Antisemitismus, wenn Rassismus eine Rolle spielt, wenn Grundfreiheiten aufgegeben werden sollen, die wir glücklicherweise in Deutschland haben. Und es ist auch nicht das Gleiche, wenn in Deutschland Rechtsextremisten aktiv sind als in anderen Ländern. Wir haben eine ganz andere Geschichte. Und deswegen, glaube ich, sind wir besonders verpflichtet. Und die Demokraten müssen begreifen, wir untereinander sind Wettbewerber, aber das sind Feinde. Und da muss der Trennstrich sehr klar gezogen werden. Da gibt es ein paar Unklarheiten. Gerade in den letzten Tagen war das ja so, die Union und Herr Merz haben Aussagen getätigt, die, glaube ich, sehr fragwürdig gewesen sind. Wir müssen uns deutlich abgrenzen und den Bürgerinnen und Bürgern sagen, wer solche Leute wählt, der wählt Demokratiefeinde. Und er zündet im Grunde genommen unsere Ordnung an. Sie haben gerade drei Punkte genannt. Ich würde gerne noch einen vierten Punkt anfügen, und zwar die Migrationspolitik. Wenn wir uns mal die EU anschauen, seit Jahren keine gemeinsame Linie bei der Asylpolitik, bei der Flüchtlingspolitik. Und das ist ein Hauptgrund dafür, warum so viele Menschen sich der AfD zuwenden. Also wäre eine Lösung bei der Migration, eine Lösung bei der unkontrollierten Migration nicht der einfachste Weg, der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen?
vor Krieg flüchten, die vor Verfolgung flüchten, die vor Umweltkatastrophen flüchten. Und da haben wir eine humanitäre Verpflichtung, die wir auch nicht aufgeben dürfen. Was wir tun können und ja auch machen in der Ampel, ist, dass wir die Politik ändern gegenüber dem, was mit der Union möglich war. Dass wir das Staatsbürgerschaftsrecht einfacher machen, dass wir dafür sorgen, dass Arbeitskräfte zu uns kommen können, dass die arbeiten dürfen, dass sie Sprachkurse bekommen, dass wir Abkommen schließen mit afrikanischen Staaten, die in beiderseitigem Interesse sind, und dass wir dem Schlepperunwesen sozusagen das Handwerk legen wollen. Aber das ist nicht mit Zäunen und mit Abwehr zu machen, schon gleich gar nicht mit rechten Sprüchen und auch nicht, indem man Familien schikaniert, sondern indem wir was gegen die Fluchtursachen tun und gemeinsam handeln. Und es gibt durchaus auch Kommunen in Ländern wie Polen oder Tschechien oder Ungarn, wo die Regierung nicht dafür ist, sich zu beteiligen an der Solidarität, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Aber Kommunen bereit sind, das zu tun, sodass man auch da Wege finden kann. Mit Inhumanität geht es jedenfalls nicht. Und wenn wir uns nicht um die Fluchtursachen kümmern, dann werden Zäune am Ende das nicht lösen können. Und deswegen, glaube ich, muss für eine gemeinsame Politik geworben werden. Wir tun das. Wer meint, dass man die Sprache von rechts außen anwenden sollte, was das Thema Flüchtlinge angeht, der spielt mit dem Feuer. Und deswegen kritisiere ich das sehr scharf, was Herr Ramsauer zum Beispiel, ehemaliger CSU-Verkehrsminister, in den letzten Tagen gesagt hat. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, die, die Hilfe brauchen, müssen sie kriegen. Und die, die sich hier integrieren wollen, die müssen das auch tun können. Wir müssen uns um die kümmern, die Gewaltkriminalität verüben. Die dürfen hier nicht bleiben. Aber das ist eine kleine Minderheit und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, in der Debatte nicht aufgeben und nicht mit rechten Sprüchen zu glauben, wir könnten uns dem annähern. Wer die AfD-Position übernimmt, wird feststellen, dass die Stimmen dort landen und nicht bei den demokratischen Parteien. Wir würden gerne mit Ihnen noch auf ein weiteres aktuelles Thema blicken, denn nach dem Militärputsch in Niger will Frankreich noch heute mit der Evakuierung auf dem Luftweg beginnen. Das Land reagiert damit auf antifranzösische Proteste und Gewalt an der französischen Botschaft in Niger, das ja bis 1960 eine französische Kolonie war. Etwa 500 bis 600 französische Staatsbürger seien aktuell noch in dem Land. Sie und andere Europäer, die Niger verlassen wollen, könnten mitkommen, so heißt es aus Frankreich. Deutschland hat noch keine Evakuierungspläne angekündigt. Herr Stegner, ist das der richtige Weg? Am Anfang bei diesem Putsch hieß es, die Deutschen sind da sicher, aber müsste man sich jetzt nicht langsam Gedanken machen, wie man selber auch dafür sorgt, die eigenen Staatsbürger, die Bundeswehr, dann also auch zurückzuholen? Also die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr steht bei uns im Vordergrund und die wird auch betrachtet. Ich glaube, man kann Deutschland und Frankreich jetzt nicht ohne weiteres vergleichen. Sie haben den kolonialen Hintergrund eben angesprochen, der da eine besondere Rolle spielt. Aber dass das aufmerksam beobachtet wird und auch jederzeit reagiert werden kann, das ist so, das tut die Bundesregierung, das tut der Bundesverteidigungsminister, die Außenminister, da ist schon ein klarer Blick darauf. Sie können ganz sicher sein, Priorität hat absolut die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten. Und das wird in den nächsten Tagen zu sehen sein, ob daraus Konsequenzen gezogen werden müssen. Es wird sehr intensiv beobachtet und die Vorbereitungen sind für alles auch gemacht worden, sodass im Zweifelsfall auch schon reagiert werden kann. Sagte Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.